Hey Freunde, was geht? Mein Name ist Cross und ich habe eins gescampt auf FIFA Games. Hi, grüß dich. Moin. Du bist ja in diesem Fall ausnahmsweise mal auf mich zugegangen, sonst suche ich mir immer meine Interviewpartner, aber diesmal hast du mich gefunden. Und du hast eben schon gesagt, du hast mal gescampt auf Griefer Games. Hat sich da denn was geändert? Ja, definitiv. Dass ich gescampt habe, ist schon ein Weilchen her. Mittlerweile bin ich ja auch gequittet, weil private Gründe, was auch immer, aber mittlerweile scamme ich nicht mehr, wenn ich mal spielen sollte. Okay. Das ist immer eine spannende Sache, weil erstmal, ich sag mal, weit verbreitet stellen sich ja Scammer, naja, gern mal in ein Licht. Haha, ihr seid alles Idioten, und nicht ohne Grund heißen die ja auch in vielen Mündern, so auch in meinem Scammer, Abschaum. Und wenn dann jemand sagt, er hat sich geändert, dann ist das ja nicht immer für jeden sofort so, dass man sagt, ja klar, wenn der sagt, er hat sich geändert, ist alles gut. Wie hast du das Ganze denn erlebt? Also wie ich so als Scammer drauf war, meinst du? Ja, ich sag mal, du hast ja, du beschreibst die Wandlung durchgemacht zu haben, vom Scammer zum Nicht-Scammer. Und hast du das auch so erlebt, dass die Leute dir das nicht geglaubt haben? Hast du erlebt, wie schwer es ist, sich wieder einen Ruf aufzubauen? Ist es dir überhaupt gelungen, wieder einen Ruf aufzubauen? Also, dass ich überhaupt zum Scammen gekommen bin, ist ja dazu entstanden, dass ich, bevor ich mal auf Griefer Games gespielt habe, mal öfteren so abgebriefte Videos gesehen habe, in dem er so Scammer gesucht hat und so weiter. Und ich war aus irgendeinem Grund irgendwie fasziniert. Ich kann das auch nicht beschreiben, warum und so weiter. Aber keine Ahnung, ich wollte mal was Neues ausprobieren, und es macht halt einem schon Spaß, wenn man es macht, aber die Leute tun halt auch irgendwo einen Leid. Bin ich ganz ehrlich. Und das ist auch sozusagen der Grund, warum ich aufgehört habe, und weil es halt einfach komplett unlegit ist. Und bekannt zu werden oder einen Ruf aufzubauen. Das ist schwieriger als gesagt. Ja, ich würde mich ja nicht als bekannt bezeichnen, weil den Ruf erstmal aufzubauen, dass man wieder als Nicht-Scammer dasteht, das hat schon einige Zeit gedauert, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hast du eben gesagt, du bist da ein bisschen da drauf gekommen oder dazugekommen, weil du Abgevideos gesehen hast, in denen er Scammer jagt, im Anführungszeichen. War es letztlich eins oder vielleicht sogar dein Hauptziel, dass du auf Griefer Games gescammt hast, um letztlich ein Video bei Abge zu haben oder ein Video mit Abge zu haben? Diesen Hintergrundgedanken hatte ich tatsächlich nie, aber ich weiß auch nicht, ich war irgendwie fasziniert, weil so tricky Moves, die gemacht haben und so weiter, fand ich noch ganz schlau. Der Ruch des Verbotenen. Ja. wenn du zurückdenkst an deine Anfängerzeit, du hast vom ersten Tag an quasi gescampt, das heißt, du bist auf Griefer Games gekommen, schon vom ersten Tag an mit der Absicht zu scammen? Nein, tatsächlich nicht. Als ich angefangen habe, ist mir da den Anfang ziemlich schwer gefallen, so. Weil ist man halt noch Spieler, verdient sein Geld vielleicht so 2k in der Woche maximal oder so. Und weil es halt nicht mehr vorankam, kam ich halt ebenfalls desgründig dazu, Leute abzuziehen damals. Okay. Aber gerade wenn man als frischer Spieler anfängt und merkt, wie schwer es ist, Fuß zu fassen und Geld zu verdienen, und du hast jetzt gerade von 2k gesprochen, ich sag mal, je nachdem zu welcher Zeit das war, war das einer bis anderthalb Beacons ungefähr umgerechnet. Und ja, also wenn ich doch selbst weiß, wie unfassbar viel das ist für jemanden, der selbst nicht viel hat, und dann ziehe ich so jemanden das ab. Das kann sich doch eigentlich gar nicht gut anfühlen, oder? Nee, die Leute haben mir schon leid getan. Ich war auch so ein. Ich würde mich nicht so als, oder hätte mich nicht so als Assi-Scammer betitelt. Weil, wenn die Leute mir richtig leid getan haben, weil man gemerkt hat, wie sie darunter gelitten haben und so weiter, habe ich es denen schon zurückgegeben und so weiter. Allerdings, okay.
war ich halt so ein hartnäckig. Glaubst du, dass Leute gequittet haben, weil du sie gescammt hast? Jemand hat's mal gesagt, aber bis aufs Weitere habe ich nichts davon gehört. Das war aber auch Anfangszeiten so. Wenn du an die Dinge zurückdenkst, die du dir erscammt hast, was war denn so dein größter Coup? Wobei ist am meisten rumgekommen? Damals war es, glaube ich, wirklich ein Creeper-Egg mit, glaube ich, 16 Beacons. Hast du, wie manch andere Creeper, ja. Hast du wie manch anderer Scammer mit deinen Scams auch angegeben irgendwo? Gab es Kreise, in denen du dich bewegt hast, wo du das Gefühl hattest, du bist wer, wenn du denen zeigst, was du erscammt hast? Also irgendwo fühlt man sich so an Holz, so keine Ahnung, so in der hohen stehenden Person halt, dass man geschafft hat, jemanden ohne etwas auszugeben halt so was abgezogen hat, aber jetzt, wo ich so im Endeffekt darüber nachdenke, ist es halt schon hart dumm gewesen. Und so ein richtiges abgehobenes Gefühl hatte ich aber dadurch noch nie so wirklich, ne. Okay. Was war so deine Masche, wenn du jemanden übers Ohr hauen wolltest? Wie bist du vorgegangen? Also die ekligste Masche war mal, als ich einen Trade um, glaube ich, 4 Beacons hatte. Da habe ich gesagt, dass ich irgendwie nicht die Kuh dass ich irgendwie, wie war das nochmal? Dass irgendwie ein Developer-Fehler gab mit /pay-Befehl, dass erst klappt, nachdem mir das Zeug gedroppt wurde. Aber das war so die dümmste Story. Okay. Und die ekligste Masche war mal, als ich so ein Lava-Trichter-Falle war das, glaube ich. Was hat am besten funktioniert von deinen Scam-Tricks, sag ich mal? Ich glaube, das ist so der klassische Scam da, dem please drop first oder so. Ah, okay. Also wirklich die klassischen Dinger. Ist okay, drop first, zack, genommen, abgehauen oder genommen, gekillt oder was auch immer. Ja, meistens bin ich dann auch aufgegangen und so weiter. Die ganz nervige Nummer, okay. Und das Ding ist, ich habe damals, glaube ich, noch mit meinem zweiten Account gescampt. Dazu, dass es dann bewegt hat, dass es dann der ganze CW gewusst hat, dass ich scamme, ist, als ich mal ein Haus für mich bauen lassen wollte. Der Immobilienverkäufer da hatte so eine Sache, dass er mir halt vertraut hat und so weiter und zuerst gebaut hat und dann nicht payen konnte und dann habe ich schlussendlich nicht gepayt. Und dann hat dieser Verkäufer dann halt den ganzen Chat zugespammt mit, dass ich Scammer und so weiter. Das war CB8 damals, glaube ich. Mhm. Und ja, das war so das erste Schrittchen, was CB erstmal wissen lassen hat, dass ich scamme. Oder gescammt habe. Ich habe, mein größter Verlust mit durch Scammer war, da war ich auch noch relativ frisch dabei. Auf jeden Fall noch frisch genug, um bestimmte Sachen nicht zu wissen. Und jemand wollte von mir Sachen kaufen. Einiges davon wollte ich zum Glück nicht verkaufen, habe es deswegen auch nicht aus der EC rausgeholt. Hatte aber 32 Beacons rausgeholt, die ich mir tatsächlich mit Blut und Schweiß erarbeitet hatte. Und er hat mich dann auf die Straße gelockt, was an sich ja noch ein sicherer Raum gewesen wäre. Was ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht wusste, war, dass man Leute auf Plots, die keinem gehören, töten kann. Ach ja, schon. Und er kam mit der Masche, komm auf neutrales Gelände, da können wir uns beide ja gut vertrauen. Ja? Und auf diese Masche habe ich seitdem so einen Hass. hast du das auch mal angewendet, sowas in der Art? Ich glaube, sowas Ähnliches. Das war aber so ein Straßentrick, das war, glaube ich, ein Zweier-Merch, wo so eine Straße... Ah, ja. Da habe ich so einen Freund geholt, der hat so einen verzauberten Bogen gehabt und hat den anderen abgeschossen. Ach, sogar noch mit Hilfe? Ja. Eieiei, das ist ja schon
Bandentum. Aber ich würde sagen, seitdem ich das letzte Mal gescammt habe, ist schon ein bis zwei Jährchen her. Ein bis zwei Jährchen, sagst du? Ja. Okay. Genau. Es ist gut, dass du es ansprichst, weil ich hatte es ja anfangs auch schon erwähnt, oder ich war am Anfang schon ein bisschen drauf eingegangen. Du sagst ja, du hast das Game hinter dir gelassen. Komplett, im Übrigen, hast du mir erzählt. Wie genau ist es jetzt dazu gekommen? Ich meine, man wacht ja nicht morgens auf und denkt sich, ach, ab heute scamme ich nicht mehr und ab heute bin ich ein super Typ und hab alle lieb. Das passiert ja nicht einfach so. Anfangs hat man ja, würde ich sagen, ziemlich Respekt vor so bekannten Spielern wie damals irgendwie Legend, Kotzi oder was auch immer. Und da, als ich mal eines Morgens aufwachte und auf dem CW gezornt bin, haben alle so geschrieben, ach, der Scammer ist wieder da und so weiter. Und das hat mich dann einfach stark getroffen, weil das jeden Tag so war. Das war auch der Grund, warum ich einst mal gequittet bin und dann wiedergekommen bin. Da ist aber auch nicht ganz anders gelaufen. Und ja, und irgendwie hat mich das halt angeschissen und ich habe halt angefangen, so Ledger zu spielen. Und habe mein Bestes probiert, um nicht als Gamer dazustehen. Hat es nachhaltig funktioniert oder warst du letztlich gezwungen, dir eine neue Identität zu geben? Also mein zweiter Account weiß eh niemand, dass ich das bin, aber man weiß halt, wenn man ein relativ älterer Spieler ist, dass das ein Account ist, der gescammt hat auf den jeweiligen CPs und Benutzt du den Account hin und wieder noch? Nee, ich habe, glaube ich, nicht mal die Zugangsdaten. Okay. Und ich denke, dass ich jetzt nicht mehr so als Scammer dastehe, weil ich damals oder immer noch, würde ich so sagen, von ein paar Leuten, die jetzt nicht mehr in der Dream Army sind oder was auch immer, ein paar Scam-Freiheiten habe, was auch immer, dass ich fair bin. MM bei irgendwie 150.000, was auch immer. Und seitdem her werde ich meinen Ruf so teilweise als Nicht-Scammer, also ganz als Nicht-Scammer bezeichnen. Gab's denn nach deiner Entscheidung, aus dem Scamming-Geschäft auszusteigen, nicht doch noch Momente, in denen sie den Finger gejuckt hat, vielleicht doch noch mal zu scammen, weil jemand sich vielleicht auch ein bisschen ungeschickt angestellt hat oder weil es halt doch irgendwie besonders wertvoll war? Hattest du solche Momente? Kann mich nicht dran erinnern. Das heißt, mit der Entscheidung war auch tatsächlich der letzte Scam und das letzte Mal, dass du tiefer darüber nachgedacht hast, es zu tun. Ja, aber jetzt, wo wir gerade drüber reden, ist mir noch eine Masse aufgefallen, die ich mal drauf hatte. Okay. Und zwar eins, als ich noch nicht gescammt habe, ganz am Anfang, gab es so einen Scammer, der mich um eine PH-Fall gescammt hat. So. Und das war halt ein Home. Und ich wusste, wie man nicht stirbt bei diesem Home. Und hab mir halt dieses Home so ein bisschen genommen und hab so gesagt, ja, hier gibt's Free Beacons, was auch immer. Und dann haben sich die Leute hierher geportet. Und es gab halt nur einen ganz speziellen Trick, wie man nicht gestorben wäre. Okay. Normalerweise frage ich Richtung Ende oft meine Interviewkandidaten, was sie meinen Zuschauern mitgeben wollen. Bei dir interessiert mich jetzt aber auch sehr, was würdest du allen aktiven Scammern auf Griefer Games gern mitgeben wollen? Ja, das kann ich definitiv mitgeben. Was? Da die meisten Scammer würde ich mal als jung betiteln, so zwischen 14 und 15, was auch immer. Ich würde so sagen, hört einfach auf zu scammen, weil im Endeffekt bringt es euch nichts auf, sondern nur Hass und Beleidigung gegen euch. Und ich wette mit euch, irgendwann, wenn ihr älter werdet, was auch immer, wird es euch die Augen öffnen und hoffe mal, dass ihr dann nicht mehr scammt. So, jetzt habe ich eingangs ja schon erwähnt, dass du auf mich zugekommen bist und habe jetzt gar nicht nochmal so gefragt, was war eigentlich die Motivation dahinter? Warum bist du auf mich zugekommen und wolltest dieses Interview? Ich bin eigentlich kurz nach dem Lux Gaming Cherry Interview gekommen, weil ich solche Fragen ganz interessant fand, habe ich so überlegt, könnte man vielleicht mich ein paar Sachen dazu fragen. Und weil ich mir nicht sicher bin und deine Meinung dazu abholen wollte, habe ich dich angeschrieben, gefragt, was du so dazu meinst. Und dann ist es ja schließlich zu dem gekommen.
Wunderbar, ja, dann danke ich dir, dass du auf mich zugekommen bist. Du bist zwar jetzt nicht der erste Scammer im Interview. Ich weiß nicht, ob du die anderen Interviews mit Scammern und Echtgeldhändlern gesehen hast von mir. Wenn nicht, dann solltest du und auch die Zuschauer hier gerade das Ganze nochmal anschauen. Das sind spannende Videos, vor allen Dingen auch ganz besonders das mit dem Echtgeldhändler. Und vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Danke, dass du uns die Fragen hier ehrlich beantwortet hast und dass wir deine Stimme auch verwenden dürfen. Und ja, ich freue mich, dass du scamfrei bist. Ich hoffe, du bleibst es auf lange, lange Zeit. Und nein, am besten für immer. Stimmt. Und ja, schön, wenn sich jemand meldet und so ehrlich ist, auch über seine Vergangenheit zu reden. Denn wenn wir alle mal ganz ehrlich in uns reinschauen, wir haben alle irgendwo eine kleine Leiche im Keller. Bei dem einen größer, bei dem anderen kleiner. Aber alle haben eine kleine Leiche. Und wenn jemand dann so ehrlich ist, das zuzugeben und das vor der Kamera auch zu sagen, dann finde ich das umso größer und zeigt ein ganzes Stück Reife, das da in jemandem gewachsen ist. Dankeschön. Immer gerne, ich danke dir. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ihr kennt das Spiel, einmal den Abonnieren-Button klicken, die Glocke zu aktivieren, nichts zu verpassen und über den ein oder anderen Kommentar und ein Däumchen würde ich mich natürlich auch freuen. Bis dann, euer Rouge. Bis dahin.